damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Gaia. Und ja, heute werden wir mal hier ein unsichtbares Tier zähmen. Und zwar, ein Rocktrake. Oder ich werde es probieren. Denn ich habe mich mal hier ein bisschen auf die Suche gemacht nach guten Tieren. Und ja, ich habe hier einen 640er Rocktrake gefunden. Und der ist, ist von den Stats her wie ein Spino. Hat aber natürlich... Eieiei, verdammt. Die Rocktrake-Fähigkeiten mit Gleiten und so weiter. Aber eine große Schwierigkeit ist halt, den zu sehen. Hilfe! Nein! Okay. Ich muss mir was einfallen lassen. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und der ist verdammt schnell. Ich könnte natürlich probieren. Nein, nein. Landen. Das ist. Also bei der Gaia-Mod gibt es irgendein Problem mit den Flugtieren. Also es ist echt so, du drückst landen, dann willst du aufhören zu landen, dann macht der gar nichts mehr. Wo ist der jetzt hin? Das ist halt, die werden sofort unsichtbar. Das ist echt nervig. Und der kommt halt überall hoch. Tja. Das ist halt jetzt so eine Sache. Wie schießt man den ab? Oh. Oh. Hier kommt er nicht hoch. Ja, das nenne ich doch mal Glückstreffer, würde ich mal sagen. So, ja, dann komm. Dann schnappen wir uns den mal. Und ich weiß nicht, ein Max-Level dürfte er nicht sein, aber hier scheint nur irgendein Max-Level-Vieh zu sein. Wir gucken mal nach den... Oh ja. Da muss noch ein bisschen was drauf. Aber, oh, ich habe nichts mehr zu futtern. Naja, gut. Halb so wild, das dürfte eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. Ja, toll. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein. No way. Geh weg. Na, super. Also, das ist halt so das Risiko dort bei der Insel, dass du halt hier Wyvern hast. Na toll. Dankeschön. Also, das Glück ist heute nicht auf meiner Seite. So, lässt sie jetzt ab? Komm, lass ab von mir. Lass ab. Boah, wie aggro ist das Vieh denn? So, gut. Jetzt ist halt die Frage... Ist das der? Ja. Gut. Da ist der Rocktrake. So, ich darf jetzt hier halt nicht runter... Boah! Mann! Ach, komm! Ey! Es ist ein Krampf. Es ist echt ätzend. Okay, also ich muss mir irgendwas einfallen lassen gegen die Wyvern. Also die ist viel zu aggro. Wenn ich mir das mal so überlege. Komm, steigst du ab, dann kommt die an. Also wie sollst du das denn machen? Ich lock die jetzt mal hier hin. Vielleicht funktioniert das ja, aber... Naja. Hierbei weißt du nie. Das ist ein Drache. Die sind ein bisschen komisch. Immer von den Einstellungen, so würde ich mal sagen. So, jetzt komm. Lass ab von mir. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Hier, guck mal. Wie weit soll ich denn doch wegfliegen, bitteschön? Das gibt's doch nicht. Und dazu kommt dann halt noch hier diese komischen Fledermäuse. Die gehen einem... auch echt auf die Nerven. So, jetzt ist sie das Vieh außer Render Distance. So, jetzt müssen wir mal gucken.
So, wo bist du denn jetzt, Rob Drake? Okay, das Vieh ist nur Level 60. Rob Drake, 46. Gut, der gammelt da immer noch rum. Die gehen halt einem nur auf die Nerven hier, diese Fledermäuse. Die kannst du auch nicht zähmen. Die kann man einfach nur töten, dann kriegt man Kibbel daraus. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ich sag mal für normale Taming-Stats, aber... Wo ist der Rock Drake? Für mehr auch nicht. Und die Wyvern ist schon wieder hier. Das ist... Das, ich finde das echt, echt witzig. Das ist so offensichtlich gemacht, dass die Tiere generell... So, jetzt gleich kommt die wieder an. Pass auf. Und tada. Okay. Also, dass die Tiere echt so drauf eingestellt sind, dass die, wenn die dich verfolgen oder so aggressivere Tiere, dass die mit der Zeit langsam immer näher kommen. Also, das ist... Das kannst du mir nicht sagen, dass das einfach nur Zufall immer ist. Das ist immer wieder so. Und ich glaube, das ist so eine Einstellung, die da vorgenommen haben, die Entwickler, was richtig ätzend ist. Das ist wirklich richtig ätzend. Weil das war jetzt so auffällig. Der ist, war erst da in der Mitte von der Insel und plötzlich kommt der immer näher zu der Klippe, wo wir uns befinden. Komischerweise. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das mit dem Rocktrack machen soll, denn... Ja, ich weiß noch nicht mal mehr jetzt, wo der ist, wegen dem ganzen Schlamassel hier. Das, der Witz ist auch eben, hier war gar keine Wyvern, ich habe extra geschaut. Na, plötzlich kommt die an. Ja, gut. Das Problem ist hier auch noch, hier sind Golems und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, ich kann das Ganze erst wieder mal abblasen. Es war jetzt halt so eine Idee, weil der auch 640 ist, was gar nicht mal verkehrt wäre. Da ist er, oder? Ja. Ja, hat halt wieder kein Torpor. So, die Frage ist jetzt, wo ist der? Golem? Da. Okay, wenn er sich jetzt nicht bewegt hat... Okay. Rock Drake. Ja, die Frage ist, die Sache ist, ich weiß nicht, wie weit der weg ist. Also sowas hatte ich auch noch nicht. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn, Leute. Ernsthaft, der wird ja instant unsichtbar. Oh, nett, schon wieder so ein Vieh. Ich ignoriere das jetzt einfach, ganz ehrlich. Da ist der. So, probieren wir es erstmal mit dem Crossbow. Kann ich schneller nachladen. Ach komm! Ach! Mensch! Kann man hier nicht mal in Ruhe was ausprobieren? Meine Güte. Müssen die ankommen und einen immer nur stören. Aber auch aus kilometerweiter Entfernung hier. Da ist der Rock Drake. Oh ja, das ist doch jetzt gut. Ja, komm her. So. Oh oh. Hä? Lol? Verfolgt er uns eigentlich übers Wasser? Ja, lol. Lol. Oh, das wäre jetzt nice. Wenn wir den übers Wasser darüber bekommen könnten. Und warum flackert jetzt das Bild so? Ich weiß nicht, was das soll. Also sollte man das in der Aufnahme sehen, dann könnt ihr mir ja gerne mal vielleicht eine Lösung für dieses Flackern hier
in Chat, in die Kommentare schreiben, weil das ist echt lol. Okay, ich glaube. Hä? Warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Das war vielleicht doch eine dumme Idee. Lädt sich die? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Unsichtbare von den Rocktrakes zu umgehen? Denn... Lol. Ist das ein normaler... Ach, das ist nur ein Alpha... Nur ein normaler Alpha-Rex. Ich frage es jetzt, wo ist der Rocktrake hin? Ja. Gut, ich würde sagen, der ist weg. Außer... Der hat sich jetzt hier nach... auf die Insel gemacht, aber das müsste ja viel länger gedauert. Viel länger dauern? Nö. Okay, also ich glaube, für einen Rocktrake brauche ich echt eine Trap, weil sonst funktioniert das nicht. Auch wenn ich kein Fan davon bin, aber ich denke, das Problem ist, dass ich den halt nicht wirklich sehe. Der ist halt wirklich komplett unsichtbar. Und solange der sich nicht bewegt, kannst du den halt kaum ausmachen und das... Nee, das ist die Wyvern, die gelandet ist. Und dann wird das wirklich schwierig. Oh. Ja. Ein 740er Rocktrake. Und welches Level hat die Wyvern? 60 mit 6000 Leben. Okay, dann würde ich mal sagen... wir hauen nicht die Wyvern weg. Na gut, doch, wir locken sie weg. Und ja, ich werde jetzt mal ein bisschen Stuff für eine Trap holen und dann sehen wir es gleich wieder, wenn ich eine Trap habe und hoffentlich dann den Rocktrake ja, fangen kann, sag ich mal. Und dann bis gleich. So, ich bin jetzt wieder hier angekommen, habe mir ein bisschen Stuff hergestellt und ja... Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich hier am besten was hinbaue, denn so ein Rocktrake, das sollte reichen. Na komm, so ein Rocktrake ist ja schon ein bisschen größer, würde ich mal so behaupten. Deshalb hoffe ich, dass das, dass das reicht, was ich jetzt hier, hallo? Danke. So, zusammen, Schuster. So, mal gucken. Also, hier geht's hoch. Das heißt, der snappt dann nicht mehr dran. Okay. Dann muss ich das jetzt mal zu Fuß machen, weil sonst geht das schief. So. Ja, da passt nur Rocktrake normalerweise rein. Okay, dann mache ich das so. Ja, das sollte passen. Und dann hauen wir hier Ceilings hin. Wie gesagt, ich hoffe, dass das passt. Ich habe mir da halt jetzt keine großen Gedanken zugemacht. Das war ja so auch eigentlich gar nicht geplant. Aber mal schauen. Da der reinpasst. Naja, egal. Wir werden es sehen. Hier vorne ist er. So, kommst... Verdammt, das sind ja zwei. Doch, das ist der 740er. Oh, shit. Das könnte jetzt problematisch werden. Naja, probieren wir es aus. Komm mal mit. Ah. Ja, wie gesagt, es könnte problematisch werden. Verdammt. Okay, das ist jetzt wirklich ein kleines Problem. Muss mal mit. Oh oh. Ey, dich. Ich will nur dich zähmen. Komm her. Aua.
Okay, das wäre damit auch beantwortet. Die kommen da nicht rein. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen, Mann? Ah, Leute, ich glaube, das wird heute nichts. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das ist ein echter Krampf hier. Also wenn da zwei sind, das ist echt schon nett ohne. Problem ist, der andere ist hier unten. Das Problem ist, kann ich auch nicht runterschießen oder so. Okay, der Rock Drake, der geht baden. Lol. Oh, ich dachte. Oh, und die sind sogar noch Mate boosted. Ja, krass. So, kommt ihr hier hoch oder irgendwie? Jo, der Rock Drake hängt da zumindest fest. Finde ich auch nicht schlecht. Ist auch nicht verkehrt. Okay, kommst du mal mit? So, jetzt lass mal überlegen, wo können wir dich denn am besten hinlocken? Ja? Genau, komm mal her. Ey, yo, Rock Drake. My friend, komm mal her. Da kamst du doch nicht hin, oder? Verdammt! Hä, warum hängt der denn da eben fest? Doch, da kommt er auch hoch? Hä? Na, Ladeprobleme. Nein, da... Lol? 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 Okay, finde ich gut. So, probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt das ja jetzt. Also würde mich freuen, wenn das jetzt klappen würde, so. So, haben wir uns aber Fleisch rein. Jetzt ist mein Fleisch schon wieder leer. Ich glaub's nicht. Aber gut. Damit komme ich klar. Das sollte eigentlich klappen. Außer wir werden jetzt wieder gestört. Aber eigentlich sieht es ja gerade ganz gut aus in der Luft. Ich glaube, hier spawnt eh nicht viel. Naja, ich will gar nicht sagen. Hier kann alles passieren. Aber, ja. Ich baller jetzt einfach weiter drauf. Bis er umfällt oder wegrennt. Oh, wenn er wegrennt. Oh, das wäre... na gut, wenn er wegrennt, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Außer er rennt jetzt irgendwo hin, wo es komplette Katastrophe ist. So. So, ich will mal kurz nachschauen. Naja, da brauchen wir noch ein paar Pfeile. So, komm. Da brauchen... Oh je. Was? Der hat... Warum connecten die denn manchmal nicht? Okay, ich sollte lieber... Junge, Nachladeprobleme. Finde ich nicht lustig. Zumindest nicht, wenn man hier irgendwo was zähmt. Das ist echt nett. Toll. Ah, so ein Rock Track wäre halt schon nice. Erst recht Level 700. So. Ja, das wäre dann eins, glaube ich, der stärksten Tiere, die ich dann irgendwann habe. Ich glaube, ein Giga wäre vielleicht noch stärker. Ein 600er. Ja, mal gucken. Ja, wir werden es sehen im Laufe des Projekts. Aber ich muss schon sagen, so ein Rock Track zu zähmen ist schon eine Herausforderung. Na gut, vielleicht mit einer Trap nicht unbedingt, aber andererseits, dort kann er ja auch dann sich dann, ja, so, ich sag mal, da rumklettern. Auch wenn ich nicht verstehe, warum der Tier jetzt hochkommt. Eben kam der andere Rock Track ja auch hier hoch. Also, irgendwie werde ich aus denen nicht ganz schlau. Aber gut, kann mir momentan auch egal sein, sofern wir den jetzt noch...
kommen sollten. Komm schon. Auf seine Birne kann ich leider nicht zielen, das... Doch, geht sogar. Gut, macht aber, glaube ich, keinen Unterschied. Denn, ich denke, weil ja die Hitbox... Du kannst ihn ja normalerweise so nicht zählen. Das umgeändert wurde, macht er, ist da, glaube ich, nicht so was implementiert. Also solche Buffs oder Nerfs. Ich sage mal, vom Schaden her jetzt. Und dann, was die Effektivität angeht. Aber gut. Das hält uns nicht ab, hier weiter drauf zu ballern. So, 100 Darts habe ich noch. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich guck mal. Jo, das reicht. Wir brauchen noch, ich denke, so 25 bis 30 Darts. Beziehungsweise, ich weiß halt nicht, ob der wegrennt, aber eigentlich müsste er es, weil er hat die gleich, also der Rock Track ist vom Taming so eingestellt wie ein Spino. Zumindest laut dem Wiki von der Gaia-Mod. Das heißt, der sollte bei, ich glaube, 80 oder 90% Taming oder irgendwas, ich weiß nicht, wann der Spino mal wegrennt, dann müsste der eigentlich abhauen. Aber keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Wir werden es jetzt gleich sehen. Aber das wäre schon mal eine gute Sache. So. Okay. Aber irgendwie ist das auch so zu leicht. Ich weiß nicht, welcher, wer hier das gebaut hat, aber wer auch immer hier diese Taming Trap für, ich würde mal schätzen, für eine Wyvern dürfte das sein, gebaut hat, der, ja, hat das hier gut gebaut. Auch wenn ich kein Fan davon bin. Also, ich fände es cooler, wenn hier keine Trap stehen würde, weil ich halt nicht weiß, wie sich das auf die Spawns auswirkt. Aber gut, wir können sie ja erstmal so lassen. Wyvern spawnen ja zumindest noch, deswegen kann man das ja erstmal so stehen lassen. So. Nach dem nächsten Schuss und dann, wenn das nachgeladen ist, gucke ich nochmal. Jo. Lol, rennst du nicht weg? Also wenn er nicht wegrennen würde, fände ich nice. Weil hier, wenn er hier liegen würde, dürfte, glaube ich, nichts... Na gut, was heißt nichts passieren? Ich habe die Insta-Tame dabei. Also hoffe ich mal. Ja, habe ich nur. Noch eine habe ich. Na gut, ich könnte noch mehr herstellen, aber die kosten halt ein bisschen Souls, also Dreadful und Divine Souls. Und die brauche ich halt auch für die Sättel, deswegen hebe ich mir die lieber mal auf. Und baller dann jetzt, was weiß ich sag mal jetzt 20 Suppen raus. Insta-Tame-Suppen. Die könnte man ja vielleicht auch nochmal so benutzen. Er liegt. Leute, er liegt. Boah. Komm her, mein Friend. 740. Und wir haben ihn. Und wir haben ihn. Einen 1110 einen 740er Perfect Tame Rock Track. Also dafür brauchen wir einen fetten Namen. Männlich. 60.000 Leben jetzt schon. 8.000 Stamina. 3.000 Weight. Und 982 Milli-Damage jetzt schon. Wie krass ist das denn? Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, der 600er oder was ich da mir rausgesucht hatte, wäre schon krass. Aber das hier ist jetzt nochmal eine echte Nummer höher. Und ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem vorsichtshalber nochmal auf, ja, hier, auf unser Leben. Und ja, jetzt ist so halt die Sache. Jetzt heißt es hoffen und beten. Ich gehe jetzt kurz zur Base. Der folgt mir auch nicht. Oder? Nee. So, dann gehe ich jetzt kurz zur Base, mache hier kurz einen Cut, hole einen Sattel und dann fliegen wir zurück zur Base. Und ja, dann bis gleich. So, ich bin auf dem Rückweg zum Rock Track und ist die Wyvern uns gefolgt? Nein. Und ja, ich habe mal den Petri gerade gewechselt. Und zwar, ich habe den Low Level genommen, denn ich muss den jetzt auf Follow nehmen. Und sollte vielleicht was passieren, ist gerade noch etwas dunkel, dann kann der von mir aus auch sterben. Aber der Rock Track soll halt nicht sterben. Und ja, gerade draufgesetzt und schon Level up. Das ist natürlich schon nice. So, komm, jetzt gehen wir mal auf. Auf Melee Damage und ja, das zweite
Aberration-Tier haben wir jetzt auch. So. Gleiten wir mal. Eieiei. Wie gleitet man denn nochmal? Oh je. Oh. Ich seh. Lol, das hat. Deswegen sieht man die nicht, weil da eine andere an. Lol. Oh oh. Lol. WTF? Kann einfach so aus dem Wasser springen? Okay. Ja, das nenne ich leicht cheaten. Also ihr seht schon, ich bin der schlechteste Rock-Track-Flieger, den es gibt. Aber gut. Wenn wir so vorwärts kommen, dann von mir aus. So, wir können jetzt überall auch gut hochklettern. Ach, ist das nice. Oh. Killen oder so werde ich damit jetzt erstmal nichts. Oder den Leveln, das wird dann später. Irgendwas mache ich falsch. Moment mal. Ich muss das mal üben. Ich werde das offscreen üben, Leute. Ich bin halt noch nie. Ich hatte noch nie wirklich Rock Tracks bei Aberration, weil. Boah, hat sich bei mir halt bis jetzt noch nicht angeboten, aber gut. Wir kommen ja so momentan gut vorwärts. So. Auch wenn es ein bisschen holprig ist, aber gut. Scheiß drauf. Ah. Ne, langsam kriege ich es raus. So, da ist wieder unsere schöne Mauer. So, und wir klettern jetzt mal hier runter. Ja, moin Leute. Was geht ab? Wir haben einen neuen Freund hier. Und, ja. Es war jetzt ein bisschen hakelig, sag ich mal. Soll ich mal auf Movement Speed gehen? Okay, du, ich gehe auf 110 Movement Speed, komm. Den machen wir ein bisschen schneller. Aber, ja. Es war ein bisschen hakelig, das Ganze. Aber gut, wir haben jetzt einen Rock Track. Und das freut mich jetzt sehr, dass das geklappt hat. Er ist recht so ein richtig nicer vom Level. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, wenn ihr neu seid. Vielleicht dann auch ein Abo. Und ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Arg Gaia. Bis dann. Ciao.